Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr auf dieses Video gestoßen seid. Ich habe hier einen sehr interessanten Gesprächsgast eingeladen und das Thema dreht sich heute ganz um die Farbe Grün. Grün ist auch sein Motto. Ich rede von Andreas Paffrath, der schon einige Jahre als Experte für Gesundheit speziell um die grünen Smoothies bekannt ist mit seiner Gesundheitsplattform grün-und-gesund.de. Und er hat vor kurzem ein neues Produkt gelauncht. Es geht natürlich, wie man es erwarten kann, um grüne Smoothies, und zwar grüne Smoothies für Einsteiger. Und da auch für mich damals die grünen Smoothies mitverantwortlich waren für die Ernährungsumstellung und vor allen Dingen auch für meine Gesundheit, freue ich mich, dass ich heute mal mit Andreas einen Erfahrungsaustausch machen kann und auch speziell über die grünen Smoothies, die Tipps und Tricks mich unterhalten kann. Und deswegen freut mich, dass ich auf der anderen Leitung Andreas zugeschaltet habe und gebe schon mal ein Hallo, Andreas, nach Deutschland. Hallo Norman, ich grüße dich. Schöne Grüße nach Thailand. Danke für die Einladung, schön, dass ich dabei sein kann. Genau, grüne Smoothies ist das Thema. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil ich immer wieder erlebe, dass wirklich ganz viele Menschen beklagen, dass sie Energielosigkeit haben, dass sie ja mehr Vitalität haben möchten im Alltag. Und da sind grüne Smoothies wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, um sich gesund zu ernähren, um auf einfache Art und Weise wirklich im Alltag das Energielevel wieder anzuheben. Und das ist wirklich absolut alltagstauglich. Aber da können wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, ähnliche Erfahrungen habe ich, habe es ja schon angekündigt, eben auch gemacht. Mich würde vielleicht, bevor wir da genauer darauf eingehen, mal interessieren, wie bist du eigentlich auf grüne Smoothies gekommen? Was fasziniert oder was hat dich da so speziell daran fasziniert? Ja, das Problem bei mir war, dass ich wirklich unglaublich viele gesundheitliche Probleme hatte, die sich über einen langen Zeitraum aufgebaut haben, immer größer wurden, bis irgendwann der Leidensdruck bei mir so groß war, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas unternehmen. Also es endete wirklich daran, dass ich nach jeder Mahlzeit heftige Blähungen hatte. Ich hatte akute Hautprobleme, ich hatte Migräneattacken, ich hatte Probleme mit meinen Augen, es wurde immer mehr Allergien. Diese Blähung war dann letztlich irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dieser Punkt. Und da bin ich dann zu verschiedenen Ärzten gegangen, die mir alle nicht helfen konnten, bis ich irgendwann dann durch eine Heilpraktikerin dahinter gekommen bin, dass mein Darm letztlich wirklich entzündet ist, fehlbesiedelt ist mit Pilzen und sich meine Ernährung dringend umstellen muss und das im Prinzip ja die Ursache Nährstoffmangel ist. Ja? Also dadurch, dass der Darm nicht mehr richtig funktioniert, ist letztlich der Körper nicht mehr richtig versorgt und das führt wiederum dann zu diesen ganzen Problemen. Und hier habe ich die Ernährung umgestellt. Ich habe über 70 Sachen durfte ich nicht mehr essen. Das war sehr, sehr krass und radikal, dieser Einschnitt. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, wenn ich mich daran halte, dann funktioniert es erstmal, weil der Darm halt, weil er defekt war oder beschädigt war, auch Dinge durchgelassen hat, Eiweiße, wo der Körper dann drauf reagiert, die normalerweise nicht in den Körper reinkommen. Dadurch kommen diese Allergien zustande, ja, zum Beispiel gegen Milch, ja, oder Klebereiweiß, also Gluten und so weiter und so fort. So, und ich musste also umstellen, die Ernährung, und dann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, was kann ich jetzt überhaupt noch essen, ja? Und bin in Bioläden, weil da gibt es ja ganz spezielle Sachen, die man sonst vielleicht nicht so findet in den Discountern. Und dort bin ich dann aufgrund von einem wirklich engagierten Bioladenbetreiber auf die grünen Smoothies gestoßen, weil er wirklich so eine schöne Bibliothek bei sich da eingerichtet hatte und Zeitschriften ausgelegt hatte und auch Giveaways und so. Und dann habe ich was mitgenommen zu grünen Smoothies, ne? Und die mit nach Hause mitgenommen. Meine Frau hat diese tatsächlich dann mal umgesetzt, weil ich das so mitgebracht hatte, und hat mir das erste Mal so ein Glas grünen Smoothie hingehalten, weiß noch ganz genau. Und dann so, wow, was ist das? Ja, mal positiv probiert und war wirklich positiv überrascht, dass die erstmal gut geschmeckt haben. Und was mich dann wirklich auch begeistert hat, war die Tatsache, dass ich es wirklich auch sehr, sehr schnell gemerkt habe, die bringen wirklich Energie, ja, diese grünen Smoothies. Und falls du dich jetzt als Zuschauer fragst, Smoothies, habe ich vielleicht schon mal gehört, grüne Smoothies eventuell auch, falls du nicht weißt, also grün ist ja deshalb, weil Blätter drin sind. Das ist der springende Punkt, ja, das Pflanzengrün, da stecken die Nährstoffe drin. Das macht einmal die Farbe aus, darum der grüne Smoothie grün ist und nicht blau oder lila. Und das Pflanzengrün, das ist wirklich das entscheidende Kriterium, warum der grüne Smoothie so gesund ist. Da stecken die Nährstoffe drin. Und über den Smoothie haben wir die Möglichkeit, im Mixer das wirklich klein zu pürieren, vielleicht auch die Zellen aufzubrechen,
was man sonst durch langes Kauen erreichen würde. Und plötzlich stehen uns diese Nährstoffe zur Verfügung, die wir sonst in unserer Standardernährung oftmals gar nicht mehr vorfinden. Unser Körper wirklich dazu übergeht, irgendwie Notfallprogramm zu fahren. Ja, dann fangen an, die Haare grau zu werden oder auszufallen oder ich kriege Probleme mit Zähnen oder mit Nägeln oder mit Knochen oder, ja. Und das war wirklich so für mich in der Situation einmal wunderbar, weil ich jetzt wirklich mir die Nährstoffe wieder zuführen konnte auf eine ganz einfache Art und Weise, weil so ein grüner Smoothie ist super schnell hergestellt, er ist super lecker und ich konnte auch einfach selber bestimmen, was jetzt drin ist und genau gucken, was darf ich nicht. Das vielleicht mal so als kurzer Einstieg. Einmal die Erfahrung auch von dir zu hören, gerade für von jemanden, bei denen schon die Alarmzeichen einfach da waren, wo man schon Probleme hatte und dann eben von Arzt zu Arzt gelaufen ist und man keine Hilfe gefunden hat. Und die Hauptprobleme, die ich auch aus der, aus der klassischen oder gewohnten Ernährung, die hauptsächlich in den Industrieländern sowie in Deutschland, Europa stattfindet, dass die einfach eben zu glutenhaltig sind, zu zuckerlastig sind, zu wenig Nährstoffe einfach enthalten sind, weil das eigentlich nur ab der Industrieprodukte hauptsächlich eben zu sich genommen werden, die einfach den Mageninhalt füllen. Aber wie du schon sehr, sehr gut beschrieben hast, das kommt auf die Nährstoffe drauf an. Und wenn es einmal nicht genug Nährstoffe wir eben zu uns nehmen, dann kommt es eben zum Abbau unseres Körpers, unsere Zellen werden nicht genügend versorgt und die Dinge wie Haarausfall und so, die du eben schon angesprochen hast, sind aber noch viele, viele andere Dinge. Und aber auch, gerade eben, du hast auch Gluten angesprochen, das ist ja eben dieser Kleber, der ja schon nicht nur in Backwaren, sondern der ist ja überall schon drin, damit halt eben so ein künstliches Schnitzel, sage ich mal, so ein Chicken Wing, wo vielleicht nur 20 oder 30% Chicken-Anteil drin ist, der Rest ist Gluten, um das aber zusammenzubacken und Zucker und Kram. Und diese Übermenge an Gluten, die wir uns zunehmen, die verkleben dann auch unsere Darmzotten. Und da, auch wenn wir uns sehr, sehr gesund ernähren, viel Salat und ähnliches, schafft unser Darm das kaum noch eben aufzunehmen, weil eben die Darmzotten Und da kommt dann wieder dieser grüne Smoothie, also diese pürierte, das pürierte, dickere Getränk. Mit den, man kann sich also vorstellen, grob vielleicht, das ist einfach ein Salat, püriert mit Wasser und Obst. Obst kann man, genau, kommen wir gleich nochmal vielleicht auf die Zutaten gleich nochmal genauer darauf zu. Einfach schon zerkleinert, eigentlich das, was als erstes im Mund passiert und auch ich kaue nicht die 150 oder 160 Mal jedes einzelne, die einzelne Gabel, die ich da eben reinspachte, was so als Standard vorgegeben wird, das schaffe ich auch nicht. Dann kommt der Schluckreiz schon früher und sitzt runter. Das heißt, es werden viel zu große Stücke runtergeschluckt. Und der Rest wenn man mal so einen Salat nimmt als Beispiel, ne? Also wenn du wirklich einen Salat nimmst und sagst, du kaufst jetzt mal so einen Salat, wie du normalerweise kauen würdest, und in dem Augenblick, wo du den runterschlucken würdest, spuckst ihn einfach mal aus. Und dann guckst du mal an, wie das aussieht. Dann siehst du, das sind lauter grobe Fetzen, da ist nicht irgendwie fein püriert. Das heißt, oftmals ist dann das, was ich zu mir nehme, an Pflanzengrün, weil konventionell angebaut, das enthält es schon gar nicht mehr so viele Nährstoffe, ist vielleicht noch gespritzt irgendwas. Und dann kommt noch hinzu, dass ich es wirklich kaum kaue. Das heißt, ein Großteil der wenigen Nährstoffe, die da noch drin sind, werden dann unverdaut oder unverarbeitet wieder ausgeschieden. Ja? Genau. Hier setzt dann die Möglichkeit ist, also optimal, sag ich mal, wäre es wirklich, wenn wir die Zeit nehmen würde und lange kauen. Ja. Verdauung fängt ja schon durch das Einspeicheln im Mund an. Genau, Den grünen Smoothie bitte auch langsam trinken und nicht runterkippen. Wie irgendwie einen Kaffee oder irgendwas, den man eh nicht trinken sollte. Aber also wirklich, das sollte man schon machen. Aber der grüne Smoothie geht eben so weit und püriert es wirklich in feine, feine, kleine Stückchen. Und dann hat es der Körper auch wesentlich einfacher, dann wirklich auch die enthaltenen Nährstoffe aufzunehmen. Und das erleichtert die Sache. Da kann man direkt auch einen Punkt noch ansprechen, der oftmals wirklich da auch reinspielt, ist der Punkt Hochleistungsmixer. Also die Frage kommt immer ganz am Anfang, was für einen Mixer brauche ich denn? Brauche ich wirklich
so einen teuren Mixer habe ich nicht, kann ich das denn trotzdem machen? Ne? Und das ist mir ganz wichtig, dass wirklich in der Regel hat jeder Haushalt einen ganz einfachen Mixer zu Hause. Ja? Also Pürierstab vielleicht nicht unbedingt, es gibt eine Sauerei, aber einen ganz einfachen Mixer hat die meisten Haushalte. Und wenn nicht, dann kann man für geringes Geld bekommen. Und mir ist es wichtig, dass wirklich da jeder ins Handeln kommt, dass man ausprobiert, so einen grünen Smoothie zu machen. Man kann es nämlich zur Not auch erstmal in zwei Schritten mixen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme ein bisschen Wasser und Pflanzengrün, mixe das erstmal klein, also irgendeinen Salat, den ich vielleicht habe, oder Spinat oder Feldsalat, mixe das erstmal mit Wasser zu einer grünen Brühe, sag ich mal, ja. Und dann gebe ich im zweiten Schritt erst das Obst drauf. Wo ich dann vielleicht, wenn ich einen schwachen Mixer habe, wirklich dann, wenn ich jetzt einen Apfel nehme, würde ich dann das Kerngehäuse rausschneiden und auch den Stiel abmachen, was ich vielleicht, wenn ich einen Hochleistungsmixer habe, das brauche ich dann nicht. Aber um wirklich jetzt mal für den Anfang was hinzubekommen, wenn ich so zwei Stufen vorgehe, dann vielleicht das Obst dazu, noch ein bisschen Wasser auffülle, dann habe ich auf die Mitte, über diesen Weg auch schon einen leckeren grünen Smoothie und kann einfach mal schauen, ist er was für mich? Schmeckt er mir? Und wenn ich dann nach ein paar Wochen das Gefühl habe, wow, der schmeckt mir immer noch und ich kann mir das echt gut vorstellen, den in meinen Alltag zu integrieren. Da kann man immer noch in was Höherwertiges investieren. Aber das wäre so die Herangehensweise, weil einfach, ich spreche das jetzt deshalb an, weil es oft kommt, dieser Punkt. Ja, ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ich sag mal, diese grünen Smoothies sind ja seit, weiß nicht, 5 Jahren oder einigen Jahren sehr, sehr populär geworden und da hat natürlich die Industrie dann, bekommt dann auch mal schnell einen Wind davon und die Preise für die Zubehöre und ähnliches, die gehen dann auch mal sehr, sehr schnell in die Höhe und ich finde es super, den Tipp, den du gegeben hast und das sehe ich genauso. Natürlich ist die Qualität zwischen einem Hochleistungsmixer doch immer noch eine andere. Aber definitiv, ja. Genau, aber für den Einstieg, um das erstmal auszuprobieren, reicht manchmal sogar ein 30, 40, 50 Euro Mixer. Ja, und wie du schon sagst, die kann man ja, wenn man es nicht im Haushalt hat, kann man so einen Mixer auch für viele andere Dinge noch gebrauchen. Ja, richtig. Ja. Du hattest ja, wir hatten das Thema Gesundheit. Ich möchte aber auch nochmal ansprechen, weil ich bin vor gut 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, es war Anfang 2013, also schon ein bisschen mehr als 3 Jahre, hauptsächlich auf das Thema Ernährungsumstellung wegen Judith gekommen, weil sie ja mit TMS zu tun hatte und wir uns Gedanken gemacht haben, oder hauptsächlich sie, und die Ernährung umgestellt hat und das hängt auf Rohkost, vegan. Und da hatte dann der grüne Smoothie auch einen riesen Anteil. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist der, ich hatte bis dahin eigentlich gar keine großen Beschwerden, also nicht so wie du oder die Judith, wo es was zu verbessern gibt, aus meiner Sicht. Aber als ich machte das natürlich mit, hauptsächlich auch die grünen Smoothies, weil ich fand das sowas von praktisch für den Alltag. Ich habe jetzt zufällig mal so eine Glasflasche hier, die habe ich mir jeden Tag mit 1 Liter grünen Smoothies gefüllt und dann bin ich zur Arbeit gegangen. Also ganz normale Arbeit, war 10 Stunden außer Haus, habe morgens in so einen Mixer, passt irgendwie 2 Liter rein, habe ich 1,5 Liter grünen Smoothie gemixt, 1,5 Liter habe ich zum Frühstück getrunken und den 1 Liter da bin ich mit eben zur Arbeit und habe den über den Tag verteilt und getrunken. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht und ich merkte schon nach wenigen Tagen, dass ich total energetisch geladen war. Ich war immer gesättigt, hatte keine Mittagstiefs gehabt, weil das war immer so typisch, wenn man so schwere Kost isst, dann kommen so 1-2 Stunden Trägheit, habe absolut nicht gehabt. Und ich war bis abends topfit. Und ich merkte auch einige Zeit auch im Kopf genauso. Also ich war, also wenn da so ein Wattebausch sich da aufgelöst hat und konnte dann, hatte auch viel mit Zahlen und Rechnen auch zu tun und Kundengespräche, wo die Konzentrationslevel dann auch immer hoch sein musste. Und er war dann auf einmal, war wie ausgeweckt, war total begeistert von der Nummer. Und das habe ich eine ganze Zeit betrieben, dass ich sogar fast nur jeden Tag mich vom grünen Smoothies ernährt habe. Und dann fing es aber auch an, dass ich dann merkte, nicht nur über den Alltag, dass ich mehr energiegeladener war, fitter war, auch im Sport, sondern ich hatte, das war ja schon fast vergessen seit der Kindheit, eine chronische Nebenhöhlenentzündung und das wurde auf einmal auch besser.
Und ich sehe das so als Mix an, also einmal allgemein die Ernährungsumstellung, aber ich habe mich vorwiegend von grünen Smoothies ernährt. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, dass ich diese geballte Energie und die ganzen Nährstoffe, vor allen Dingen auch das Chlorophyll, das ist ja fast eins zu eins oder bis auf einen Teil vergleichbar mit dem Blut. Also im Blut ist dann bloß noch das Eisen und in Chlorophyll ist, glaube ich, das Magnesium. Das macht halt den einzigen Bausteinunterschied aus. Somit kann ich da auch aus Erfahrung sprechen, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, ach, mir geht's doch gut und ich muss da nichts ändern. Das ist völlig falsch, weil das ist das Anfangsstadium bei mir gewesen. Ich denke mal, wenn ich das noch 10 Jahre vielleicht oder auch weniger weiter betrieben hätte, wäre ich vielleicht an einen ähnlichen Punkt angelangt wie du oder hätte irgendwelche andere Erkrankungen, schwerwiegende Erkrankungen. Es ist wirklich, was ich auch bei vielen Leuten erlebe. Also, dass die Menschen wirklich, man sagt immer, Krankheiten werden vererbt oder sowas. Das sehe ich nicht so. Also, was ich glaube, ist, dass die Schwachstellen vererbt werden. Ja, das heißt, bei dem einen setzt der Körper halt zuerst, was ich an den Haaren an. Ja, da fängt er halt mit 25 Jahren an, dann Glatze zu kriegen oder Ansätze davon. Und der Nächste, der hat halt ganz andere Probleme, ja. Also der Dritte wieder andere. Und bei manchen ist es vielleicht sogar so, dass er erstmal offensichtlich gar nichts irgendwie zeigt. Augenscheinlich. Man denkt, die Leute sind in Ordnung. Aber der Körper holt sich irgendwo seine Nährstoffe oder guckt halt, dass er irgendwo dann was einspart, wenn er eben Nährstoffmangel hat. Und wenn ich jetzt eben anfange, das zu erhöhen, die Nährstoffe, dann kann ich das eben aufhalten, teilweise sogar in die gegenläufige Richtung machen. Also ich habe bei mir das einmal erlebt, dass was auch ganz hochspannend ist, ich habe Gewicht verloren, ganz viel. Also der Körper fängt auch an, sich zu reinigen dann. Ne? Also ich habe dann innerhalb kurzer Zeit fast 20 Kilo abgenommen. Das war äußerst spannend, obwohl ich es gar nicht wollte. Was du eben gesagt hast, Wattebausch oder sowas, habe ich auch so erlebt, wie so ein Nebel, der so weggegangen ist, dass ich Klarheit bekommen habe, so, dass ich nicht mehr so müde war, nach der Arbeit erstmal hinlegen und schlafen. Plötzlich ging das über, dass ich so dachte, boah, ich muss aus meinem Leben irgendwas machen, ja, das kann doch nicht alles sein, dass ich hier in so einer Tretmühle drin hocke. Wollte plötzlich wie mehr vom Leben, also der Geist wurde plötzlich ein bisschen klarer und innere Stimme und sowas kam mehr durch, solche Dinge. Und was ich gerade noch sagen wollte, von wegen rückläufig, also einmal habe ich wie so einen Verjüngungsprozess erlebt, dass ich ganz viele gesagt haben, boah, du siehst ja wirklich jünger wieder aus im Gegensatz zu vorher, viel, viel besser, gibt auch so Vorher-Nachher-Fotos, ne? Das ging, also einmal ein persönliches Highlight war, dass ich an der Tür von dem Postboten begrüßt wurde mit den Worten, Entschuldigung, sind deine Eltern da? Vielleicht 34 oder so, ja. Das war herrlich. Oder ich erlebe es auch, dass ich hier so Feedbacks bekomme von Leuten. Ich hatte einen Anruf von einer Frau, die sagte, Andreas, ich muss dir das jetzt unbedingt mitteilen. Ich war beim Friseur und weil meine Haarfarbe kommt wieder. Also sie hatte graue Haare und plötzlich kommt die Haarfarbe wieder zurück. Und der Friseur sagt, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Ja, das widerspricht allem, was er gelernt hat. Aber die Haarfarbe kommt wieder, seitdem sie regelmäßig grüne Smoothies trinkt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also es gibt ganz viele Vorteile und einen letzten Vorteil, den man vielleicht auch noch nennen sollte, ist, dass der Körper wirklich anfängt, auch sich zu reinigen. Ja, denn der Nährstoffmangel ist das eine, aber hinzu kommt ja, dass wir durch unsere Ernährung, durch unsere Umwelt heutzutage unglaublich viele Gifte aufnehmen. Ja, also wenn es nur der Nährstoffmangel wäre, wäre es vielleicht noch alles noch ein bisschen einfacher, aber die Gifte, die wir aufnehmen, durch die Luft, durchs Wasser, durchs Essen, durch Deodorant, durch Zahnpasta und so weiter, die Liste kann man endlos lang fortführen, ja, durch irgendwelche Farben an den Wänden, durch Teppiche und so weiter und so fort. Also es ist eine endlos lange Liste und unser Körper ist ein Meister darin, diese Gifte wirklich wegzuschließen, abzupuffern und uns davor zu schützen. Aber irgendwann ist dieses gefühlte Fass dann wirklich voll. Und früher oder später kommt es bei den Leuten eben zu Problemen. Und ich bin fast froh, dass es bei mir eher früher war, weil ich dann wirklich auch früher was dagegen unternehmen konnte, weil ich dann irgendwo auch darauf aufmerksam gemacht wurde. Und der grüne Smoothie und überhaupt die gesunde Ernährung, rohköstliche Ernährung, viel Gemüse, viel frische Sachen, die hilft dabei, dass der Körper plötzlich in die Situation versetzt wird, aufzuräumen sozusagen und die Gifte rauszuschmeißen. Man merkt es also, wenn ich anfange mit grünen Smoothies, dass ich wirklich auch Entgiftungserscheinungen bekommen kann, wenn ich jetzt sehr schnell das Level sehr hoch fahre, so wie nur mit 1 Liter, sollte man erstmal langsam anfangen, das langsam steigern, damit diese Entgiftungsreaktionen nicht zu schnell kommen, denn sonst passiert es
vom Kopfschmerz, ich kriege Durchfall und dann verliert man die Lust daran. Ne? Wenn man aber weiß, was passiert, dann merkt man erstmal, was eigentlich los ist und ist eigentlich froh, dass der Körper diese Gifte rausschmeißt, weil er plötzlich die Möglichkeit wieder hat, weil die Nährstoffe da sind. Ne? Also plötzlich kann er wieder funktionieren. Ja. Also sehr, sehr spannend, wenn man das mal so, diese Zusammenhänge auch so langsam versteht. Ne? Gerade eben das Detoxen, das Entgiften, was du angesprochen hast. Das ist ja auch euer Thema, ja, genau. Deswegen sind auch uns die Green Smoothies auch immer noch, gehört immer noch mit zur liebsten Ernährung. Es ist nicht nur das Essen to go, und wenn man auch überlegt, es muss dann nicht nur ein Liter sein, hast du recht, aber allein in 100 Milliliter, was in 100 Milliliter grünen Smoothies drinne steckt, das ist manchmal ein ganzer Teller voll mit Salat und ein, zwei Gemüse und Obststücken, was da alles reinpasst. Und so viel, wie jetzt in ein Liter reinpasst, das kann ich locker über den Tag verteilt trinken, aber die Menge zusammengeschrumpft, püriert, als feste Nahrung, also unpüriert, so groß, dass ich das gar nicht schaffe. Und das ist auch so ein bisschen das Hauptproblem in dem heutigen Zeitalter. Diese Schnelllebigkeit, die meisten Menschen haben kaum noch Zeit, leben in Stress, sind mit Arbeit zu gehäuft und so weiter. Und da finde ich den Grünsmoothie schon eigentlich für jeden empfehlenswert, weil es die ganzen Vorteile eben bringt. Und du hattest das mit den Haaren angesprochen, mit der Haarfarbe. Bei mir ist es so, dass allgemein aufgrund der Entgiftung, die wir eben vollzogen haben und immer noch vollziehen, also man ist nie fertig mit Entgiften, wie du sagst, man wird immer trotzdem noch mit Umweltgiften konfrontiert, und mit den grünen Smoothies und zusätzlichen Entgiftungen, die wir halt machen in der Ernährung, wachsen bei mir die Geheimatzecken wieder zu. Also 1,5 Zentimeter habe ich dort mehr Haare wieder bekommen, und auch hinten, das, was so ein bisschen freier mit der Zeit wurde, ist auch nicht mehr zu sehen. Also Judith guckt immer jeden Tag und freut sich, ich bin da nicht so eitel, guckt sich dann, oh, und freut sich, da sind schon wieder ein paar kleine Härchen zu sehen. Und das ist fast unglaublich, weil man das gar nicht kennt. Ja, das ist eher, man kennt das Gegenteil, man wird älter und grauer. Ja. Ein Periodenprozess, dass es genau in die gegenteilige Richtung gehen kann, ist man gar nicht so gewohnt. Und deswegen finde ich, dass... Ja, der Körper ist wirklich immer noch ausgelegt, sich zu heilen. Heilen, ne? Und nicht sich zu zerstören. Also der Körper will sich heilen, und man hat eine Wunde und die wächst wieder zu, und nicht andersrum. Ne? Und wenn wir den halt eben keine Zeit und keine Möglichkeit dafür geben und den nur ständig immer nur belasten und immer auf Alarmbereitschaft halten, dass halt immer die Feuerwehr jeden Tag unterwegs ist, um halt die Brände zu löschen, dann irgendwann schafft es die Feuerwehr dann auch nicht mehr, jeden Brand zu löschen, und von unserem Körper symbolisch eben gesehen. Und ja, deswegen finde ich das so klasse. Du hast ja jetzt ein neues Programm auf die Beine gestellt, nach deinem Wildkräuterprogramm, was ich noch so ein bisschen in Erinnerung habe, gibt es jetzt grüne Smoothies für Einsteiger. Und das finde ich so genial. Erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber, was genau verbirgt sich dahinter und was erwartet ein Teilnehmer, wenn ich jetzt Interesse habe, an deinem Programm teilzunehmen, was kann ich dort alles lernen? Ja, also grüne Smoothies für Einsteiger ist ein Komplettpaket, wo ich wirklich mein ganzes Wissen rund um grüne Smoothies reingesteckt habe und den Einsteiger und auch Fortgeschrittene an die Hand nehme und wirklich Schritt für Schritt durch die Thematik durchführe, und dass er wirklich schnell ins Handeln kommt, versteht, was sind die Vorteile eines grünen Smoothies, warum funktioniert er so gut, was kommt eigentlich rein, was soll nicht rein, wie bereite ich ihn richtig zu, wie mache ich richtig leckere Rezepte, Tipps und Tricks für den Alltag, dass er wirklich sich länger hält, dass ich transportiere unterwegs, was kann man da machen, der richtige Mixer, worauf muss ich achten. Also da gibt es also wirklich alle Fragen, die so bei mir auch wieder ankommen, rund um die grünen Smoothies, werden in dem Kurs behandelt, immer in kurzen Videos, wo man wirklich dann auch schnell sich zurechtfindet. Man muss sich nicht stundenlang irgendwas reinpfeifen, sondern man kann auch vielleicht gesagt, ganz gezielt irgendwie auf ein Thema zugreifen, sagt, das interessiert mich jetzt, und dann kann man sich so 5 bis 7 Minuten Videos angucken
Und ich zeige dann auch ganz viel in der Küche, demonstriere, wie man das macht. Da wird man wirklich dann ganz genau angeleitet, sodass wirklich alle Fragen beantwortet werden. Und mir ist es da wirklich wichtig, dass die Leute schnell ins Handeln kommen. Ja, dass es wirklich umsetzen können, dass es nicht nur theoretisch bleibt, sondern dass wirklich die Leute, die Zuschauer sagen, jo, prima, das gefällt mir und ich konnte wirklich was mitnehmen und kann jetzt in meinem Alltag wirklich die grünen Smoothies regelmäßig anwenden, einsetzen, für mich, vielleicht sogar für die Familie, für noch mehr, für mein Umfeld. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe schon rausgehört, das ist ein Videokurs, wenn ich es richtig verstanden habe, also eine Videoanleitung. Wird es dann noch da Rezepte geben? Weil soweit wie ich mich auch auskenne, sollte man gewisse Gemüse- und Obstsorten oder gewisse Sachen aber nicht oder sind nicht so ideal, die miteinander zu kombinieren. Oder auch gerade meine Anfangszeit, da ging es mir einfach nur darum, so viel Vitamine und Mineralien zu haben wie möglich. Und ich habe alles reingehauen, was ich so greifen konnte. Und die haben natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ne? Die konnte ich auch niemandem anbieten. Also das waren dann schon grüne Smoothies für Harte. Das konnte ich eine Zeit lang durchgehen, aber irgendwann bin ich dann davon auch abgekommen, weil ich das selber dann auch nicht mehr mochte. Und dann brauchte ich wieder gut schmeckende, fruchtige oder leckere Smoothies. Wie sieht es da im Kurs aus? Gibt es dort Rezepte? Gibt es auch speziell da Tipps, welche Sachen man miteinander kombinieren kann? Vielleicht auch Gesundheitstipps, auch allgemein, irgendwelche speziellen Smoothies, die einen... Die Rezepte sind eine ganz wichtige Sache, ne? Weil als Einsteiger steht man wirklich so davor und sagt, yo, okay, grüner Smoothie, da habe ich vielleicht ein Rezept gehört, Spinat, Banane, vielleicht noch ein paar Erdbeeren, jetzt gebe ich und mix das Ganze irgendwie mit dazu, ja, und hab ein leckeres Rezept und gut. Aber es gibt natürlich auch Fehler, die man da machen kann. Zum Beispiel, dass man jetzt wirklich ein Rezept weitermacht und irgendwann kriegt man dann Probleme, weil die Pflanzen Stoffe enthalten, wenn man die über einen langen Zeitraum zu sich nimmt, dass man dann Entgiftungserscheinung bekommt. Also es gibt also verschiedene Sachen, die man beachten muss. Tatsächlich darauf wird eingegangen. Es gibt Rezepte in dem Kurs natürlich. Also einfache Rezepte ist mir auch ganz wichtig, dass die Rezepte so aufgebaut sind, dass ich nicht erst gucken muss, boah, die 11 davon habe ich noch nie gehört, geschweige denn zu Hause. Es soll wirklich alltagstauglich sein, Rezepte. Da gibt es also einige Rezepte, wo man gucken kann. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich möchte die Teilnehmer dieses Kurses auch dazu hinbringen, dass sie selbstständig in der Lage sind, ihre Smoothies zuzubereiten ohne Rezept. Denn wenn man einmal verstanden hat, wie ein grüner Smoothie funktioniert, dann muss ich nicht immer gucken, oh, Rezept, das fehlt mir, oh, ich kann heute keinen machen, weil ich habe nicht das passende Rezept nicht. Ja, das wäre ja fatal. Ja. Also wenn ich einmal verstanden habe, wie der grüne Smoothie funktioniert, worauf ich achten muss, dann bin ich plötzlich frei von Rezepten und kann mir jetzt den grünen Smoothie selber zusammenstellen anhand der Dinge, die ich zu Hause habe oder vielleicht schnell besorgen kann. Ja. Und es geht auch weiter in Richtung Wildkräuter. Da gebe ich auch ein paar Tipps. Was kann man alles hinzutun? Und das, denke ich, ist für mich wirklich das fundamental Wichtige, dass ich von den Rezepten irgendwann wirklich wegkomme und das verstehe. Also wirklich jeden Tag den grünen Smoothie für sich zu bereiten kann. Ja, das finde ich super. Es hört sich auch ein bisschen ganzheitlicher an, dass man nicht einfach nur so einen Kurs durchläuft und Schritt für Schritt danach arbeitet, sondern das ist so eine halbe Ausbildung, dass man Grundwissen bekommt, Hintergrundwissen, dass ich dann selber das Wissen einfach habe und unabhängig dann nachher von den Rezepten dann auch meine eigenen Rezepte kreieren kann, weil ich einfach das Wissen habe, das und das passt super zusammen oder ich mixe jetzt zwei grüne Sachen mit einer fruchtigen Sache und noch eine Gemüsesache und schau, wie das kombiniert werden kann. Und sehr gut finde ich, dass du auch die Wildkräuter mit aufnimmst, weil das ist ja so das kostenlose Grün, was überall erhältlich ist. Ja, ganz genau. Und das finde ich oder wir besonders auch sehr, sehr wichtig. Und damals zu den Anfängen, wo wir noch in Deutschland waren, da haben wir auch dafür gesorgt, dass unser Garten, den Kleingarten, den wir dort hatten, ja, mit zuwuchern lassen, mit allen möglichen Wildkräutern, die teilweise sogar als Unkräuter bezeichnet werden, wie jetzt Giersch zum Beispiel oder ähnliches, die wir natürlich dann wuchern lassen haben und uns einen grünen Smoothie reingenommen haben. Oder man macht einfach nochmal so einen schönen Spaziergang durch den Wald. Und wenn man sich dann ein bisschen auskennt mit Kräutern,
Da gibt es ja auch tolle Bücher und du hast ja da auch, von dir gibt es ja bestimmt auch einige Informationen, denke ich, weil ich es rausgehört habe, auch aus dem Kurs. Dann hat man sogar die wertvollste Zutat, und die, das sehe ich so, komplett kostenfrei, weil alle anderen grünen Sachen, die ich im Supermarkt kaufen kann, da kann man ja kaum noch garantieren, ob die überhaupt schon mal einen noch natürlichen Nährboden gesehen haben. Viele Salate werden ja auf also einen Schaumstoff-Nährboden gezüchtet oder ähnliches. Die haben ja nicht mal einen nährstoffhaltigen Boden gesehen, und das die Vielfältigkeit von den ganzen Mineralien, die gezüchteten Gemüse, Grüngemüsesorten haben, die finde ich halt in den Wildkräutern halt nicht. Wildkräuter sind schon perfekt, und Wildkräuter ist wirklich das Nonplusultra, werden auf jeden Fall erwähnt. Natürlich ist das ein riesengroßes Feld, da muss natürlich auch ein bisschen da aufpassen, aber was mir wichtig ist, dass wirklich so die Grundkenntnisse, was die Wildkräuter angeht, werden dort mitgegeben und werden auch vermittelt, dass ich wirklich auch weiß, was kann ich reintun, was kann ich nicht reintun, was sind vielleicht für die Einsteiger erstmal die Grenzen. Genau, das ist auch mit da drin. Und was mir auch ganz wichtig ist, es kommen immer viele Fragen auf bei den Einsteigern, ne? Und da habe ich wirklich ein ganzes eigenes Modul, wo ich die 18 häufigsten Fragen, die mir so begegnet sind, wirklich alle explizit nochmal beantworte in kurzen Videos, dass man da nochmal reingehen kann, wenn dann irgendwie eine Frage ist, dass die wirklich alle beantwortet werden. Und so ist es für mich wirklich ein schönes, rundes Komplettpaket für das Thema grünes Smoothie, sodass ich da wirklich toll ins Handeln kommen kann, das umsetzen kann, weil letztlich geht es mir nicht um den grünen Smoothie, sondern letztlich geht es mir um die Energie, um die Gesundheit, die ich daraus ziehen kann für mich auf eine einfache, alltagstaugliche Möglichkeit. Und da ist es mir wichtig, dass die Leute wirklich schnell ins Handeln kommen und praxisnah, praxistauglich, alltagstauglich die grünen Smoothies da umsetzen können und auch wirklich lange Freude dran haben und nicht nach ein paar Tagen schon wieder aufgeben. Wie lange wird der Kurs, also wenn ich mich heute für den Kurs eben entscheide und das ganze Buch und daran teilnehme, wie lange ist der Kurs irgendwie zeitlich eingegrenzt? Oder? Hat sofort Zugriff auf sämtliche Videos. Es sind um die 40 Videos, und wie gesagt, sehr viele kurze Videos. Und insgesamt ist das Material so um die 3 Stunden, etwas über 3 Stunden. Aber man kann das ist eine ganze Menge. Ja, es ist eine ganze Menge. Man kann sich natürlich auch ganz gezielt die Themen dann rauspicken, die einen interessieren. Wenn man sagt, ich habe noch gar kein Wissen, interessiert mich, fängt man halt vorne an, geht Modul für Modul durch. Oder man sagt, ich habe es schon mal gemacht, will aber vielleicht das Ganze noch verbessern. Dann sucht man sich entsprechend das raus. Und mir war es auch wichtig, das Ganze zu einem wirklich humanen Preis anzubieten. Jetzt zur Einführung ist es eben so, dass ich statt 97 Euro den Kurs für 49,90 anbiete. Und ganz explizit für deine Leser gibt es deshalb auch den Link, dass dieser Preis auch so bleibt und nicht nur die ersten Tage bei der Einführung. Das heißt, es gibt dann einen Link, den ich habe mir hier aufgeschrieben, grüne Smoothies für Einsteiger /Aktion. Du wirst ihn sicherlich auch unten drunter einblenden. Also über diesen Link könnt ihr diesen Preis auch nach der Einführung noch bekommen. Selbst wenn der Preis nachher hochgeht für 49,90. Genau, und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass viele Menschen dieses Wissen über grünes Smoothie erfahren und einfach diese Energie wieder spüren. Ja, viele Menschen dümpeln vor sich hin und fragen sich, warum bin ich so energielos? Und es gibt wirklich einfache Möglichkeiten, da was zu tun. Das finde ich echt klasse von dir. Super, vielen Dank für diese Aktion, für unsere Zuhörer und unsere Leser. Ich finde 49 Euro, sagtest du, sehr, sehr günstig, weil man überlegt, was allein schon heutzutage ein gutes Rezeptbuch kostet. Und hier gibt es einen umfangreichen Videokurs mit kompletten Hintergrundwissen und bietet halt jedem den Einstieg für grüne Smoothies. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, was dir die grünen Smoothies gebracht haben, wie sie dir geholfen haben. Und auch für mich, wo ich eigentlich dachte, ich bin kerngesund und bin auf super für mein Alter, ich war Ende 20, so 29, 30, dachte, okay, jetzt komme ich langsam in die Jahre, das ist normal, dass man ein bisschen träger, müder wird. Das ist nicht so. Also ich fühle mich jetzt mit meinen 33 fitter als mit Mitte 20 und allein dadurch, dass ich einfach
jetzt mehr auf meine Gesundheit und auf die Ernährung achte und nicht einfach nur meinen Magen fülle, sondern schaue, dass ich genug Grün zu mir nehme. Und das am liebsten in flüssiger Form, also in dickflüssiger Form, also in grünen Smoothies, weil das geht einfach am schnellsten. Und ich merke auch förmlich, wie so eine Infusion, also mein Körper saugt das förmlich auf und ich bin danach dann sofort startklar und kann energiegeballt in den Tag gehen. Ja, die grünen Smoothies sind wirklich ein toller Einstieg in eine natürliche und eine gesunde Ernährung. Ganz, ganz einfache Möglichkeiten, nicht nur für sich selbst, auch für Kinder, für die ganze Familie. Sehr, sehr ansteckend und bin nach wie vor absolut begeistert davon. Seht es wirklich als Investition in eure Gesundheit. Ne? Also so habe ich es auch gesehen damals, als ich mir meinen Mixer, den Hochleistungsmixer geholt habe. Wie gesagt, es ist eine Investition in mich. Ja? Und ich bin es mir wert. Ja? Und so sollte man das sehen. Und von daher ist es hier eine sehr schöne Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit mit den grünen Smoothies, sich selbst was Gutes zu tun, langfristig, genau. So sieht es genauso. Unser Mixer ist auch ständig immer bei uns, egal wo wir hingehen. Wir reisen ja viel. Und wenn der mal nicht im Koffer reinpasst, dann muss irgendwas anderes raus. Ja, also wir gehen mit unserem riesen Mixer, also der ist ja auch ein paar Kilo schwer. Der muss immer mit. Also, vielen Dank, Andreas. Also, liebe Zuhörer, den Link findet ihr hier nochmal eingeblendet oder unter dem Video. Es freut mich, dass ihr dabei wart, zugehört habt und es wird mit Sicherheit noch ein weiteres Video in naher Zukunft geben. Vielen Dank, Andreas, für das nette Gespräch, für die vielen Informationen und dir auch weiterhin alles Gute. Und wir hören uns mit Sicherheit in naher Zukunft wieder, sind ja ständig auch im Austausch. Also, alles Gute. Für euch, Andreas. Alles Gute für eure gute Arbeit. Grüße an Judith und Dankeschön nochmal.